Hey Leute, heute haben wir 6 erfolgreiche Erfinder von Marken für euch, die sich kaum oder sogar nie in der Öffentlichkeit zeigen. Los geht's! Fangen wir an mit der Nummer 6 und Howard Schulz. 1971 wurde Starbucks als ein Geschäft eröffnet, das Kaffeebohnen und Ausrüstung zur Kaffeezubereitung verkaufen sollte. 1987 kaufte dann Howard Schulz das Unternehmen auf und entwickelte es zu dem weiter, was es heute ist. Er wollte die Atmosphäre italienischer Espresso-Bars erzeugen und löste damit einen wahren Kaffeeboom in den USA aus. Und weiter geht's mit der Nummer 5, Michael Ferrero. 1957 erbte er ein Familienunternehmen, das eine Schokoladenmasse mit Nüsse erfunden hatte, die später als Nutella bekannt wurde. Er war sofort begeistert und fing an, neue Produkte zu kreieren. Eine seiner ersten Erfindungen war das Kinderüberraschungsei, was den Kindern Schokolade geben sollte und die Eltern glücklich stimmt, weil es Milch enthält. Eine weitere Erfindung war das Tic-Tac mit nur 2 Kalorien. Es war für Frauen gedacht, die oft auf Süßigkeiten verzichten, um ihrer Figur nicht zu schaden. Cleverer Kerl. Machen wir weiter mit der Nummer 4 und Amancio Ortega. Er ist einer der reichsten Menschen unserer Zeit. Ursprünglich produzierte er mit seiner Frau Nachthemden und Bademäntel im eigenen Wohnzimmer, doch schnell entwickelte sich das Geschäft weiter. Heute ist sein Unternehmen als Inditex bekannt, was unter anderem die Marken Bershka und Zara vertreibt. Nummer 3, Larry Page und Sergey Brin. Diese beiden Studenten der Stanford University erfanden etwas, das wir heute alle tagtäglich nutzen. Eine Suchmaschine. Und nein, die Rede ist natürlich nicht von Yahoo, sondern von der innovativsten Suchmaschine, die es jemals gab, Google. 1998 registrierten sie google.com als Domain und legten damit den Grundstein für ein neues Zeitalter des Internets. Google ist im Übrigen eine Ableitung des Wortes Google, das eine Zahl mit 100 Nullen beschreibt. Und wir sind fast am Ende mit der Nummer 2 und René Lacoste. Der Tennisspieler René Lacoste erfand 1926 ein Kurzarmhemd für Tennisspieler, da diese vorher immer in Langarmhemden gespielt hatten. Stelle ich mir ziemlich unbequem vor. Sein Spitzname als Tennisspieler war Alligator und da bot es sich natürlich an, ein kleines Krokodil auf das Shirt zu sticken. Tada! Die Marke Lacoste war geboren und wurde 1933 offiziell zum Unternehmen. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1 und Ole Kirk Christiansen. Er fing an mit Bügelbrettern und Holzspielzeug und ging dann 1947 zu Plastikspielzeug über. Heute kennen wir seine bunten Bauklötze unter dem Namen Lego, was aus dem Dänischen ins Deutsche übersetzt gut spielen bedeutet. Das Spannende an diesen Steinen war und ist, dass man Lego in allen Formen und Farben kombinieren kann und so immer wieder neue Welten erschaffen kann. Ja Leute, uns würde echt mal interessieren, wer von euch früher mit Lego gespielt hat und wer es vielleicht sogar heute noch tut, schreibt's doch mal unten in die Kommentare. Hier haben wir jetzt noch ein weiteres spannendes Video für euch zum Anschauen, klickt einfach drauf. Und damit war es das auch schon wieder für heute. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.